Hallöchen, Lieben, und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom LS22 Projekt Grow Level Up. Ja, wir sind hier immer noch fleißig und gerade am Häckseln eines Feldes und bringen alles zur BGA, haben noch Unterstützung auf dem Feld und natürlich mit dabei unser lieber Bruder Wolle. Und den Kanal findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Ich bin's, Wolle. Ja, genauso wie von unseren Konkurrenten. Und aufgepasst, geil. Morgen ist es schon wieder soweit. Morgen könnt ihr uns auch wieder live auf Twitch sehen. Da geht's wieder los. Könnt uns dort beobachten und machen und tun. Und wir sind jetzt erstmal hier noch fleißig. Alter. Ja, genau. Fleißig sind wir. Wir sind hier am Häckseln. Mirko, dreh mal rum, ey. Das kannst du ja keinem anbieten. Was macht denn der? Wieso fährt denn der so langsam? So, jetzt aber. Hier bergab, volle Bude. Mirko! 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 Du musst auch anhalten, da geht doch alles flöten, ne gute Mann. Der flöten, der speichert das doch drin. Der hat doch keinen großen Speicher, das sind doch nur 5 Körner, die der speichert. Naja, 5 Körner haben oder nicht haben, sag ich immer. Und was mit dem Rest, was du hier die ganze Zeit da verblasen hast? Was? Was alles weggegangen ist? Ja, Moment, hier muss ja erstmal Qualitätskontrolle muss ja erstmal durchgehen. Muss ja erstmal eingestellt werden, die Maschine. Die ersten 1000 Liter, die gehen immer ins Feld. Außerdem wollen die Rehe auch was haben, sag mal, wie bist du drauf? Hier vor mir steht eine Pflanze, die können die Rehe haben. Ja. Die Rehe und die Wildschweine, die haben gar nichts zu essen. Dann nimm sie die Sonnenblumen nebenan. Außerdem ist das für den Nachbar Heinz. Der kommt dann immer mit einem kleinen Anhänger und schaufelt sich das auf. Ach, der Heinz, den lass mal da. Der kann sowieso das nicht richtig. Der lässt auch die Hälfte liegen. Wie zieht denn Wilma, wie zieht denn der Marcel Ferguson den Anhänger? Mit 52 km/h. Boah, leck mich am Arsch. Ey, ich sag dir, wie es ist. Das war eine gute Wahl. Ja, definitiv. Die haben ja alle den Fett genommen, aber ich sag dir, wie es ist. Also der ist auch gut, der 714er, ne? Um Gottes Willen. Okay, da will man ja gar nichts sagen. Aber ich sag dir trotzdem, wie es ist. Warte mal, wir fahren wieder vor, Mirko. Lange Seite hier. Boah, jetzt hier den Hang hoch, da hat aber schon so seine Probleme. Ja. Mal gucken. Aber du darfst halt eine Sache nicht vergessen, der ist halt 2 Tonnen leichter, ne? Ja. Also na, 8 km, mit 8 km/h zieht er jetzt hier hoch. Oh, das ist aber gar nicht schnell. Ah, ist noch vertretbar, glaube ich. Das ist gar nicht schnell, 8 km/h. Ist ja nur das kleine Stückchen. Das ist noch okay. Ja. 8 km/h, na, lecco mio muchacho. Boah, Junge, ey, ich will ja nichts sagen, aber das ist echt eine Menge Gemüse, die hier drauf steht. Oh, die Cordula steht da vorne. Musst du ja Hallo sagen. So. Mirko, gibt es hier irgendwie dann einen bestimmten Abgabepunkt oder ist einfach weg? Einfach, das sind 3 Silos, sind da kannst du einfach einen nehmen und hinten an der Wand abkippen. Okay, ich guck mal. Erstmal gucken, wie ich da drauf komme. Ein Eingang. Ach, da glaube ich. Da. Okay. So. Oder auch nicht. Nee, hä? So. Nee. Da so rum. So. Okay. So. Da so hoch. Sagst, ist egal, ja? Ist egal. Ein von den dreien, das passt. Okay. Müsste auch mein Kollege sonst sein. Da ist zumindest jemand in einem der Trecker. Aber da, ich teste jetzt mal so. So. Mal gucken. Guten Tag! Ja, hallo, ich hab da was für Sie. Junge Dame. Ist das hier richtig? Darf ich das da so abliefern? Nein. Oh. Hier Sondern? Unten müssen Sie hin. So. Kicken Sie mal, hier haben wir Fahrsilos. Ach so, ich dachte, das soll da oben rein. Das muss hier hinten in eines der Fahrsilos rein. Suchen Sie sich einfach eins aus. Ach so, okay. Wir haben ihn erst kürzlich alle freigemacht. Na gut, dann machen wir das doch mal. Ich gehe wieder ein Nickerchen machen. Ja, wenn ich was habe, dann frage ich Sie. Also einfach da rein, ist egal wie, was, wo, ja? Einfach rein.
Okay. Oh, der schläft schnell. Hat einen sehr tiefgehenden Schlaf, das ist, ja. Oh, Traktor. So, gucken wir mal. Machen wir das da mal rein, den ganzen guten Stoff hier. So. Dann machen sie es mal gut, ne? Bis gleich so. Ja. Ja. Ist das ein Kollege von dir, Mirko? Ja, das ist einer von meinen Kollegen. Okay. Einen sehr tiefgehenden Schlaf. Mirko! Ja? Ist die junge Dame bei uns im Funkkanal? Ja, die ist im Funkkanal mit drin. Die junge Dame? Ja. Es gibt noch eine andere Ausfahrt. Das bleibt ein bisschen kürzer, als wenn sie oben rumfahren. Oh. Ja, danke schön. Dann teste ich das beim nächsten Mal. Super. Aber die Strecke kenne ich jetzt halt schon, wissen Sie? Und dann fühle ich mich sicher und so. Kein Problem. Und umgehen Sie die Baustelle. Meistens ist der Berg davor ziemlich steil. Ja, das ja. Hallo Mirko, muss ich da jetzt so lang? Da kannst du. Das ist richtig. Lang. Okay. Da, ach, von hier bin ich, glaube ich, auch gekommen, ne? Ja, das, ja, ich erkenne das wieder. Oh. Okay. Okay, fällt sie. So. Von hier kamen wir so. Und Mirko, wie laufen sonst so die Geschäfte? Wie sieht's aus mit dem Fahrzeug, was du von uns bekommen hast? Tut's seinen Dienst? Ja, das noch momentan ist es beim Lackierer, wird erstmal umlackiert. In Weinrot? Ja, selbstverständlich. Dachte ich mir doch schon. Ja, als wir es gekauft haben, hatten sie das halt gerade nicht und wir wollten dir das ja schnell anbieten. Ach so. Obwohl, das Himmelblau war ja auch nicht schlecht. Schlecht nicht, nein. Aber ist nicht so meine Farbe. Ach so. Oh. Sagen, wo ist denn jetzt? Da steht er. So. So. Müssen wir nochmal drehen. Wuppdiwupp. Ich glaube, mein Bruder kriegt gerade nicht mit. Der ist gerade am Flirty. Ach, wie? Verguckt er sich oder wie? Ja, das ist so ein bisschen. Der guckt ja auch, ne? Was da noch so auf dem Markt ist. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. So kommen wir aber nicht voran. Jetzt, der stresst mich immer so. Weißt du, ah, jetzt kommt er schon. Okay. Muss ja nur anfangen zu meckern, ne? So. Weiter geht der Spaß hier. Oh, guck mal, da kommen schon wieder andere. Halt, stopp. Das sieht bedrohlich aus. Wir sehen, was hier ist.
Okay. Ich glaube, das war Fail. Wie fährt er? Ach so, fährt er jetzt. Okay. Die haben ganz komische Kennzeichen, Mirko, auf ihren Rollern. Ich glaube nicht, dass das so zugelassen ist. Ja, das ist ja was. Einfach mit illegalen Kennzeichen durch die Gegend fahren. Nee, wenn du die Kennzeichen zusammenliest, dann ist das ein ganz komisches Wort. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Also wenn, können sie vielleicht einzeln fahren, aber nicht zusammen. Ach so, zusammen dürfen sie nicht, nur einzeln? Ja, bin mir da ziemlich sicher. Okay. Weil es, ja, könnte verwirrend sein. In gewissen Gegenden ist das dann vielleicht auch direkt nicht mehr jugendfrei. Oh. Das ist ja was. So schlimme Leute gibt es hier. Ja, weiß ich nicht. Wir sind ja erst zugezogen. Ich weiß ja nicht, seit wann du hier schon bist. Ich habe hier meinen Sitz nicht so ganz. Ich habe den immer woanders. Ach so. Hast du mehrere Häuser? Ich habe, ja, 7, 8. Überall und nirgendwo. Baby! Ja, bitte. Was war das gerade? Das war ein Roller mit komischen Kennzeichen. Warum sagst du mir denn nicht, dass du wieder da bist? Mensch, ich stehe da und laber und laber. Hab gar nicht. Du bist ja in meine Richtung gelaufen. Da habe ich gedacht, du hast mich gesehen. Ja, ja, aber ich habe da nicht gehäckselt. Ja, aber ich dachte ja, dass du da gleich wiederkommst, wenn du in meine Richtung läufst. Ja, aber wenn du siehst, dass ich da nichts mache, dann sag mir doch kurz Bescheid. Ich bin doch zu alt und vergessen. Achso, das war ein Roller mit vielen Buchstaben, oder was? Ja, mit einem sehr komischen Kennzeichen. Was für komisch? Was stand da drauf? Naja, das waren, wenn du die Wörter zusammengesetzt hast, dann kam da vielleicht ein Wort raus, was, ja. Sag mal. Penis. Wilma. Wilma. Ja. Ich brauch das bloß. Was? War das wieder dein Aussetzer oder war das, nee, jetzt wirklich das Wort? Das war wirklich das Wort. Das kann ja sein. Das wird kein Aussetzer, was ist denn los? Manchmal so Aussetzer. Nee, so nicht. Okay. Na gut. Wunderbar, Wilma. Das ist hier schon, das ist eine ganze Strecke, die wir da fahren müssen, hoch zur BGA. Ja, ich sag dir, das ist scheiße, weil ich habe dann immer Standzeit und der Häcksler ist jetzt auch nicht gerade so das Gelbe vom Ei. Vor allen Dingen, da hinten geht's ein bisschen bergauf und da kackt er voll ab. 2 km/h, mehr ist da nicht. Hm. Macht das vielleicht Sinn, wenn wir die Fahrzeuge irgendwie ein bisschen untereinander wechseln? Sprich, du machst gleich noch den Anhänger von Mirko voll und dann fährst du auch hoch. Ich bin bei 98, 99 und bin weg. Wo ist Mirko? Der steht da schon. Also warum, sprich, du machst jetzt nicht den, du machst den jetzt voll. Ja. Und dann fährst du mit dem auch hoch und dann steht der hier ja schon wieder leer unten und dann setzt Mirko sich in den und ich häcksel weiter, weißt du? So, dass wir immer drehen. Verstehst du, wie ich das meine? Die Fahrzeuge wechseln. Und was ist, halt, wenn ich einfach hier warte, bis ein leerer Anhänger da ist? Naja, dann stehst du ja. Achso, ja, das stimmt. Damit wir einfach die ganze Zeit on Tour sind, damit was passiert. Deswegen dieser stetige Wechsel und dass Mirko einfach immer nur von den Fahrzeugen hin und her hüpft, wenn er das machen würde. Wilma, kann ich dann nicht. Kann ich nicht einfach springen? Mirko? Ja. Darf ich mal deinen Trecker fahren? Nee, du kannst höchstens. Wenn der voll ist? Nee, leider nicht. Den darf ich nicht außer Hand geben. Ich will auch mal da hochbrettern. Ja, da musst du mit der Wilma tauschen. Und wenn er unseren anderen Trecker holt? Ja, na klar, mit dem 511er und dann? Ach so, Mirko? Ja? Nee, warte mal, ich überleg gerade. Haben wir einen Anhänger, Wilma? Nee, gell? Ich glaub nicht, nee. Nee, warte mal, wir haben einen Traktor und noch einen Traktor. Ja. Und ein Feld, das war's. Ja. Ja, scheiße. Ja. Ja, scheiße. Na, ach so, der hat ja seine Versicherung nicht bezahlt. Du sag mal, können wir uns so vom Uli da oben am Hof so ein Drehschimmel anhängen oder anhängen oder was? Nee, leider geht das nicht. Wegen der Versicherung? Ja, die wollen das alle nicht. Was ist mit der Lösung? Hat er keine Kohle oder was? Das kann ich dir auch nicht sagen, wie das da ist. Er sagt nur, ich darf als einziges seine Maschinen benutzen. Hm. Ist auch irgendwie merkwürdig. Dein Trecker darf ich auch nicht fahren, oder was? Das ist Uli seiner. Was ist Uli mit dem?
Wolle, hatten wir nicht noch den Wagen, wo wir da den Sammelwagen mit hatten? Wo wir die Sachen eingesammelt haben? Sind wir mal ehrlich, wie viele Liter gehen da rein? Weiß ich nicht mehr. Den Unidrack, da könnte man den als Buffer. Ja. Weißt du, dass wir hier flott vorankommen? Ja, das wäre keine schlechte Idee tatsächlich. Den Unidrack, den haben wir ja auch nicht umgerüstet, oder hat er jetzt eine Plattform drauf? War gleich hier rechts nur. Das ist eine gute Frage, das weiß ich gerade gar nicht, was war damit zuletzt. Doch, die Plattform hatten wir zuletzt, da hatten wir doch die Sachen eingesammelt mit. Erinnerst du dich? 14.000 kann der. Sag mal, Wilma, wie viel kriegst du rein hier in den Anhänger? 22,5. Na, der kann 14.000, der Unidrack. Naja, ist aber besser als nichts, oder? Naja, als Puffer ist es halt nicht schlecht. Aber das ist halt auch wieder blöde, weil den muss ja auch einer fahren. Ja, achso. Ja. Kann ja nicht alles gleichzeitig machen, wisst ihr, wie ich meine? Ja. Schwierig. Ich glaube, dann funktioniert meine Idee nicht. Oh mein Gott. Sorry. Scheiße. Zu viele Bäume. Was machen wir da jetzt? Irgendwie. Ich überlege gerade, wie wir das Häckseln hier ein bisschen optimieren könnten. Warte mal, wo bist du denn gerade? Ich bin oben bei der BGA gerade angekommen. Gerade ankommen, da hau das Zeug da rein jetzt. Volle Bude. Ja, ja, ich muss da ins Fahrsilo. Richtig, ja, ja. Ist das ein Durchfahrsilo? Nee, leider nicht. Oh, ist ja ganz, ganz kriminell. Aber ist ja kein Problem. Da sind auch, pass auf, Wolle, da ist bisher nur ein Silo gefüllt. Ja. Mit anderen ist noch nichts drin. Nee. Was heißt das jetzt? Weiß ich nicht. Wenn die anderen auch sowas wieder machen, dann sind wir vielleicht gerade schon die Einzigen, die das... Silos? Da sind drei Silos nebeneinander, ja. Und bis dato ist nur das von uns gefüllt. Okay. Weißt, wie ich meine, ne? Worauf ich hinaus will. Ja. Da hat er gesagt direkt zu dir, du sollst in ein bestimmtes Silo abladen. Ja, nee, ich darf mir eins aussuchen. Hat er gesagt? Ja. Vielleicht laden die auch in unseres ab. Weiß ich nicht. Ach so. Das wäre ja... Blöd. Ja, keine Ahnung. Irritierend. Irritierend auf jeden Fall, ja. Ich überlege, ey, was mache ich denn jetzt? So, Wolle, 95%. Nee, da kommt ein richtiger Berg drauf. Hier wird nicht abgebrochen, Junge. Richtiger Bergbau steht da drauf. 98, 99. 98, 99, 99, 100. Immer noch 99. Ach Mann, ey, so eine Kacke aber auch hier. Sieht's hier mit dem Sprit aus, eigentlich ganz gut. Dann lass ich den gleich laufen. So, Wilma, jetzt bräuchte ich dich wieder hier unten. Genau, ja, ich bin auch jetzt schon wieder auf dem Rückweg. Bist gerade abgeladen und jetzt starte ich nach unten. Oh, warte mal. Gesundheit! Baby. Ja! Ui. Du sag mal, weißt du zufällig, wo von unserem Multi, wo hinten der Anhänger ist? Nee. Also, würde jetzt mal behaupten, vielleicht unten, da wo auch die Schweine sind. Ach so, den können wir ja bestimmt umrüsten, oder? Beim Händler umrüsten. Ja, nee, bestimmt. Das ist ja wenn... das musst du ja abkuppeln, das Ding. Och, scheiße. Mirko, willst du das? Was? Na, der Multi hat eine Plattform hinten drauf. Ja. So, naja, wir haben aber eigentlich einen Sammelwagen drauf. Den müsst ihr irgendwo bei euch stehen haben. Na, den also, haben wir aber nicht umgebaut. Das hat Uli mir leider nicht gesagt, wo der steht oder wo ihr eure Maschinen stehen habt. Wo ist denn der Uli überhaupt? Der Uli, den ging es nicht so gut. Der hat sich hingelegt. Oh, ist er krank? Ja, so in etwa. Was hat passiert? Hat sich wohl ein bisschen verhoben. Der Arme. Der arme Kerl, ey, sag ich dir. So ein Mist aber auch. Müsste man vielleicht mal massieren, den Guten. Du sagst bestimmt, du sagst mir direkt Bescheid, wenn du wieder da bist, ne? Diesmal sage ich dir direkt Bescheid. Ich bin hier gerade... Wenn ich vermuten muss, dass du mich nicht siehst. Ja, ich bin nicht da am Feld, deswegen. So. Okay, dann sage ich dir gleich Bescheid. Warte mal, ich glaube nicht, dass der Uli das hier unten rein hat. Sag ich dir ehrlich, wie es ist. Ich glaube, der hat das oben hin. Ich habe nicht drauf geachtet, ob das Ding irgendwo steht. Dafür war ich heute aber auch zu wenig am Hof. Ja. Weiß immer nicht so richtig, wie man hier zu diesem Hof wiederkommt. Nicht? Ich weiß das inzwischen. Und unten und oben hier, das ist alles. Ach, hier. Ah, hier. Guck mal, hier rum und da rum und dort wieder rum.
Jetzt bin ich aber hier und Tour, Wilma. Ja, und ich bin jetzt gleich beim Feld. Ich bin nicht mehr weit. Ja, ist kein Problem. Ich bin gleich da. Aber ich würde den mal mit runterholen, Wilma. Ach, das? Unseren Dings. Aber ich weiß noch nicht so richtig. Ach, da steht er ja. Ich weiß noch nicht so richtig, was es bringt am Ende des Tages. Ich auch nicht. Sag, wenn du darf uns nur nicht verzögern. Sag, wenn du ready bist. Muss noch. Achso, du fährst schon in die richtige Richtung. Ja, ich bin da. Du bist da? Yes. Ich auch. So, sehr gut. Weiter geht's. Hoppi galoppi. Hoppi galoppi, genau so sieht's aus. Einen Stern, der deinen Namen trägt, hoch am Himmel steht, den schenke ich dir heute Nacht. Willst du das Cordula vorsingen? Übst du schon? Ja. Sehr gut. Ja, ich muss ja ein bisschen gesangssicher werden, damit singen zu können beim Konzert. Okay, pass auf, ich sag dir jetzt was, Wilma. Erzähl mir was. Aber unter uns. Ich wollte mit der... Wir können Cordula und Damien nicht trauen. Das glaube ich auch. Das habe ich dir auch gesagt. Deswegen will ich dir noch keinen Buchstaben geben. Naja, pass auf. Ich habe ein Tauschgeschäft mit dem Buchstaben mit denen gemacht. Das sagst du mir jetzt, ja? Naja, warte doch mal. Ich bin doch nicht auf den Kopf gefallen. Wisst ihr? Okay. Ich habe das Tauschgeschäft so gemacht, um rauszufinden, ob wir denen trauen können oder nicht. Okay, und? Nee, können wir nicht. Gut, das... ja. Wundert mich jetzt halt nicht. Pass auf. Fakt ist eins, was würde ich sagen? Fakt ist eins, ich habe den Buchstabe gegeben, einen richtigen Buchstabe, einen, ja, ne? Warte, willst du drehen? Ich fahre runter. Ich habe den einen. Ich drehe um. Einen richtigen Buchstabe. Das ist die falsche Richtung, ne? Ich drehe doch um. Achso, da willst du. Achso. Ja, ich komme auf den Buchstabe habe ich den gegeben, gell? Okay, ja. Und dann haben die mir gleich als allererstes einen falschen gegeben. Oh, okay, dann ist das wohl sehr eindeutig. Dann habe ich den noch eingegeben, um das Ganze nochmal zu retesten, quasi. Ja. Also Retesting nennt sich das noch in der modernen Welt. Retestering oder so. Okay. Ne? Und da hat die mir einen richtigen gegeben. Und dann habe ich aber, den hatten wir aber schon, und dann habe ich aber gesagt zu ihr, dann habe ich ihr noch eingegeben und habe aber gesagt, den haben wir doppelt. Ach, okay. Also, aber, was war denn das? Ich glaube, es ist L oder so. Nee, das war das nicht. G. Das G nee, war doppelt. Ich habe nicht den genommen, den wir doppelt haben. Ich habe einen anderen genommen, den wir doppelt haben. Und habe aber gesagt, den haben wir doppelt. Ich verstehe schon. Geil, oder? Das ist ganz sehr so gut kompliziert. Und hat so gesagt, na oh, nee, das wusste man noch nicht. Na, die, dann schönen Dank und alles. Und die hat mir, ein Z hat die mir gegeben. Ist eh okay, aber das ist falsch, ne? Das ist falsch, den können wir nicht trauen. Siehst du, aber das ist gut. Damit konnten wir, dadurch, dass wir das Wort haben, wissen wir das jetzt schon. Ich bin bei 95, 96, 97, 98 und ich bin weg. Noch einen Berg drauf. Ich baue einen Berg. Bin drauf. Wie viele Punkte haben wir überhaupt? Wilmi? Punkte? Punkte. Wie meinst du? Weiß ich gerade nicht. Bei mir 1000, über 1000, oder? Ich kann es gerade nicht, ich habe meine Brille nicht auf. 1175 Punkte haben wir. Und bei 1400 gibt es nächste. Und wenn wir das hier fertig haben, das Feld, kriegen wir 500 Punkte. Das heißt, wir kriegen dann auf jeden Fall, ey, da müssen wir uns, wir müssen uns wirklich überlegen, also wirklich ernsthaft überlegen, was wir hier als nächstes dann in diesem Skillbaum da freischalten, gell? Ich weiß, Wulle. Hast du eine Idee, Wilmi? Hast du eine Idee? Naja, das Problem ist halt, was mich so ein bisschen verwirrt, ist dieser Aspekt vom Geld weg. Weil wenn es um Geld geht, hätte ich jetzt gesagt, dass wir vielleicht wirklich erstmal gucken, die Tiere, weißt du? Weil gerade die Schafe, die kümmern sich ja mehr oder weniger um sich allein, wenn sie Futter haben. Ja, weißt du, was ich mich frage? Wie wir weiter Punkte sammeln, wenn wir jetzt angenommen die Schafe nehmen würden? Ja. Wie, weißt du wie? Ach so, ja, vielleicht kriegt man dann so Aufträge, so Gras machen für die Schafe. Ja, genau. Und dann Wolle wegbringen. Das dauert ja mit der Wolle. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, das stimmt schon. Aber weißt du, wo Wolle sind, sind vielleicht auch noch andere Tiere und so, ne? Also.
Wo Schafe sind, sind auch noch andere Tiere. Wo Wölle sind, sind andere Tiere. Wölle, andere Tiere. Okay. Ne, ich weiß nicht, also es ist... Oder sollten wir erstmal zusehen, dass wir viele, viele Felder haben? Meinst du, ich glaube, das wäre vielleicht sogar fast noch sinnvoller, oder? Dass wir erstmal gucken, viele Felder. Soll ich meine ehrliche Meinung sagen? Ja. Will mir, ich würde sagen, dass wir, dass die Felder am sinnlosesten sind. Ja. Sinnlos? Ja, sinnlos. Okay. Ich sag dir auch warum. Weil. Der will mich verarschen, oder? Alter, was geht denn jetzt ab? Was machst du? Nee, warte mal kurz. Nee, ich fahr weiter. Nee, ja, fahr weiter. Warte. Wilmi, warte. Ja. Oh, scheiß die Wand an. Weg da. Was machst du denn? Weg da! Junge, jetzt brennt die Milzekatze aber aus dem ganz anderen Eingang hier! Wilmi! Angriff von der Bude! Was machst du denn? Ja, nicht. Ich würde ein bisschen Stimmung reinbringen. Achso. Wilmi! Wolle! Wilmi, du wirst begeistert sein, wenn du wieder hier bist, aber du sollst dich beeilen. Ich bin ja auf dem Weg. Wilmi, beeil dich! Ich bin doch schon dabei. Ich hab ein Hörnchen in der Hose, Wilmi, das heißt lange nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich das meiner Schwester erzähle. Ja, das weiß ich gerade auch nicht. Bist du schon auf Rückweg, Wilmi? Nein, ich bin gerade beim Fahrsilo angekommen. Och, scheiß doch die Wand an, ey. Das du, ist halt schon eine Strecke, du. Mirko? Ja? Du, ich will jetzt mal den Fan fahren. Da geht leider nicht. Ja, Mirko? Ja? Entweder voll. Du lässt mich den Feld fahren oder spuckst raus aus der Karre. Bleib stehen. Volle. Nee, das ist leider nicht so. Er ist einfach weggefahren, Wilma. Ja. Ja, du bist auch immer nur wieder frech. Also, gut. Wilma, ich würde ja sagen. Ja. Dass wir uns... Ich würde sagen, wir gehen... Ach, Mann, mit dem Skillbaum. Das ist echt eine schwere Nuss, ey. Sag ich dir, wie es ist. Mich würde extrem interessieren, was passiert, wenn wir auf Schafe, also auf die Tiere gehen. Aber bin mir nicht sicher, ob wir die Maschinen erstmal freischalten sollten. Ja, vielleicht. Wisst ihr, was mich ein bisschen verwirrt? In dem Skillbaum steht Bodenbearbeitung und zweiter Traktor Kategorie 1 beim ersten Punkt. Okay. Boah, du eierst ja doch immer noch in der Biogasanlage rum. Ich bin jetzt auf dem Rückweg. Okay. Scheiße. Wilma, das musst du dir noch angucken. Ach, Wilma, was machst du denn? Drehe. Wilma, wo fährst du hin? Jetzt zurück. Muss aber hier die Straße treffen. So, jetzt. Okay, jetzt hast du mich voll verwirrt. Ich war richtig. War erst richtig. Hast du mich verwirrt? So. Jetzt wird's wieder. Also. Auf geht's. Wilma? Ja? Ja, klar, dass der kürzere Weg genau die entgegengesetzte Richtung ist. Nee. Aber ich fahr doch den hier die ganze Zeit schon. Das ist da, so wie du gesagt hast anfangs. Fährst halt den längeren. Muss ich gleich nochmal gucken. Teste dann den kürzeren. So. Okay, Wilma. Ah, ich weiß, wen ich gerade schon wieder gesehen habe. Das ist der Hannes. Auch mit dem Anhänger. Häckseln die auch? Sieht so aus. Okay, warte mal, wo häckseln die denn? Moment.
Captain, guck mal oben, da bei der 22 ist voll Tabula Rasa. Oben links. Ja, ja, aber ist das Hannes? Na, Hannes war ja gerade bei mir. Also eins kann ich dir sagen, wir haben, also pass auf, Wilma, ich kann dir Folgendes sagen. Sag mir was. Wir haben den großen Häcksler bekommen. Einen richtigen, schon dir richtigen, kranken, brutalen Häcksler. Das ist ja mal richtig cool. Ja, aber... Bin auch gleich da, aber... Wir mussten ja hier jetzt, weiß ich nicht, also wir mussten ja richtig, richtig viel von dem Feld mit dem kleinen Häcksler machen. Ja. Und ich bin mir nicht sicher. Warte mal. Wo sieht man diese Flechten von dem... Ach, hier. Und ich bin mir nicht sicher, ob die den jetzt auch direkt schon gekriegt haben. Weil das wäre ja scheiße, weißt du wie? Ach so, meinst du, wenn wir erst mit dem Kleinen und dann... Ja, ich verstehe schon. Naja, wenn wir, sag ich mal, über ein halbes Feld mit dem Kleinen machen und dann den Großen kriegen und die fahren vielleicht zwei Bahnen und kriegen schon den Großen. Ja, aber vielleicht sind wir einfach viel zu schnell, weißt du? Man uns stoppen musste, aber so gut sind. Hm. Oh. Verstehst du, wie ich meine? Naja, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, oder? Weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht, deswegen. Aber ich will jetzt nichts erstmal, also, ne, ich will ja nichts in den Raum werfen. Guck mal, das Ding an, ist das geil, oder? Das ist der Wahnsinn. So, richtig, nein, pass gut. Auf. Fährst du weiter so rum wieder? Ne, ich fahr jetzt wieder rum, ja, ja. Okay. So. Müsst gleich nochmal gucken, ob ich da noch weiter in das Fahrsilo abladen darf oder ins nächste, weil das ist inzwischen schon gut voll, sag ich dir. Hat eben so ein bisschen Angst, ob ich da stecken bleibe. Ist aber natürlich nicht passiert. Du Wilma, so. Wie viele Anhänger haben wir denn jetzt schon da hochgefahren, ungefähr? Ja, boah, sehr, ich will 100, 100, 100. Fahren, nicht den bleiben. Ja, ich fahre, ich fahre. Ich würde jetzt mal so auf 6 tippen. Das ist doch dein 7. Anhänger. Du bist da, du fährst das 4. Mal jetzt hoch. Ja, 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 du fährst das 4. Mal jetzt hoch. Ja. Das ist der 7. Anhänger. Und Mirko fährt gleich für den Mal. Also 7 Anhänger haben wir gemacht. Ja. Okay. Na gut. Aber trotzdem weiß ich halt nicht, ob ich jetzt ein anderes Fahrsilo nehmen darf. Ach, klatsch die Scheiße da oben rein und fertig ist. Da, wo Platz ist, haust du den Müll rein. Okay, dann mache ich das so. BGA ist BGA. Dann mache ich das einfach ins nächste, weil da, wo ich jetzt dran war, das ist halt schon richtig voll, weißt du? Und da ist... Ja, wo Platz ist. Hauptsache, du beeilst dich. Bin ja auf dem Weg. Ja, ja, ich sag nur, aber es könnte... Warte mal. Boah, warte mal, vielleicht kriegen wir das sogar hier rein in den... Nee, das kriegt man nicht rein. Wie viel hast du drin? Oh, der Mirko ist nicht da. Nee, der redet gerade nicht mit dir. Ja, der will nicht mit mir reden. Warte mal. Doch, will ich. Mirko, wie viel hast du drin? 56%. Ja, kriegt man das hier rein komplett? Nicht, nee, ne? Wird sehr eng, wird sehr eng. Ja, bauen wir einen kleinen Haufen drauf, ne? Ja, ich kann es nicht sagen, ob das so gut ist. Wenn ich dann angehalten werde, dann habe ich Probleme, wenn das runterweht. Oh, jetzt hört auf mit rumheulen. Ne, heulen ist das nicht. Er hat schon recht. Ja, Mirko, da oben ist ja schon gut voll, das eine Fahrsilo. Kann ich da einfach das nächste nehmen? Dann nimm einfach das nächste. Drei Stück hast du zur Auswahl. Das ist ja toll. Dann tobe ich mich da voll aus. Ja. Oh, hier die Stelle, ne? Die ist so, so übel. Die stresst mich. Der Berg hier stresst mich. Ich glaube, wir sind gut, ne?
Ich glaube, wir sind gerade echt richtig, richtig gut in der Zeit. Gefühlt. Ich weiß immer gar nicht, was sie meinen, wo ich schneller bin. 36. Da. Kommen wir da unten dann... Puh. Gar nicht, wie wir da dann langkommen. Wilma? Ja, bitte, Wolle. Ich will ja nichts sagen. Aber du bist schon den langen Weg gefahren. Das glaube ich. Bei den kurzen. Ja, bei 35, 36 lang. Das mache ich jetzt gleich auf dem Rückweg. Ja, genau. Also jetzt in die Straße, wo du reinballerst, Wilma. Da fährst du dann geradeaus runter. Okay. Ja, weißt du wie? Ja. Also die Straße, wo du jetzt reinfährst, da fährst du dann geradeaus runter. Du biegst einfach jetzt weiter. Ja, ich weiß. Also einfach, wenn ich, ja, dann genau, rechts dann abbiegen und nicht links. Geradeaus runter und dann unten rechts und dann wieder links und dann bist du wieder auf der Hauptstraße. Das geht okay. Bedeutend schneller. Ist dich gleich. Gar kein Problem. Ja. So. Da sind wir weißt auch schon du, wieder. Weißt du, wie weit die Cordula ist? Nee, aber ich sehe hier gerade den Damon. Der cruist hier gerade lang. Aber ich kann dir nicht sagen, womit. Oh, hier ist auch schon was das nächste Fazil. Dafür war er zu schnell. Aber er war schnell und keinen Anhänger habe ich gesehen. Okay. Und zu viele Bäume. Den konnte ich auch nicht sehen. Ach du heiliger Bimsbams. Der steht hier mit der Seemaschine. Warte mal, ich quatsch hier mal voll. Ach das. Oh. Jo. Zum Glück können wir ins nächste, ne? Zum Glück können wir ins nächste Fali-Silo. Ich habe schon so gesagt, oh, das wird ja ein bisschen, ne? Ein bisschen kuschelig. So. Dann hier. Oh. Na, die lassen wir vor. So will mir. Ja, bitte. Er hat das Lösungswort angeblich. Ja, und? Das haben wir ja auch. Boah, das wird jetzt aber gerade kuschelig hier. Du musst dich durchsetzen, Männchenskinder. Mach die Bude dicht da hinten. Da war ja auch der... Warte, ich muss ja erstmal... Die waren ein bisschen schneller. Warte mal, wer ist das hier? Da. Gut, in diesem Sinne sind wir aber auch erstmal fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, meine Lieben. Schaut unbedingt bei der lieben Wilma, also Skadi, vorbei. Und ja, seid gerne Montag im Livestream wieder dabei, dann sind wir wieder live. Bis dahin, yes. Euch einen schönen Tag noch. Ciao, ciao. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüssi.